Es ist schon wieder Samstag und das heißt Zeit für eine weitere Folge Trine. Und ja, hier sind wir noch im dunklen Moor und waren hier bei dieser schönen Sprungstelle stehen geblieben. Aber wir haben ein bisschen nachgegrübelt und eine Lösung gefunden. Und zwar bin ich jetzt hier Soja, Manu wird die Kiste halten, sodass ich hier ganz elegant rüber springen kann auf das Blatt und das andere Ende erreiche. So, ja. Und jetzt werden wir mal schauen. Oh, Vorsicht. Und schon werden wir wieder angegriffen. So schnell kann das gehen. Oh, der lebt noch. Ich kicke ihn mal weg darunter. Den hatte ich dir auch noch so hin. Perfekt. Gut, jetzt geht's hier die Rutsche runter. Okay, dann let's go. Klitsch, klitsch. So. Oha. Oh ja. Pass auf, dass er dich auf dich drauf tritt. Wow, wow, wow. Kann ich gegen den irgendwie überhaupt nichts machen? Der. Oh, ich bin tot. Aber da war ein Speicherpunkt, Manu. Manu, oder was? Ich mach's selber. Wow. Knallhart ist der, du. Ja. Und ich bin... Ich leb noch. Ganz viel Leben hat er nicht mehr. Oh, jetzt reicht meine Reichweite nicht mehr. Doch, sogar. Ich halte mich einfach mal im Hintergrund. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Hat mich gleich wieder erwischt. Oh, der kann doch nichts. Okay, ich bin tot. Wiederbeleb mich bitte. Muss ich ihm, glaube ich, auf den Kopf hauen. Das tut mir am meisten weh. Pam, pam, pam. Ich schieße ihm einfach in den Hintern. Das fängt am meisten. Oh, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Jetzt steckt die Keule fest. Oh, da. Achtung. Oh, du bist schon wieder tot. Und die Keule steckt wieder fest. Ja, geschafft. Yo. Oh, und da ist die Sie Keule. Haben den Knochenbrecher erledigt. Aber wie werden Sie wohl mit der Hexe fertig? Mit der Hexe. Okay. Der Hexe. Die Hexe. Okay. Hexe. Ja, wir haben es geschafft. Und wir haben jetzt 2 Fähigkeitspunkte. Für was wollen wir die verwenden? Wo kann ich noch das Fähigkeitsmenü öffnen? Tab? Auf Tab. Und jetzt auf der Stufe 2. Geht's da lang? Wahrscheinlich. Was habe ich denn hier? Feuerschwert. Hä? Ist da ein Pfeil? Wir könnten ein Feuerschwert vielleicht machen. Kosten 2. Oder was für ein Zauberer? Entweder eine Planke oder 3 Objekte. Ah, hier ist ein Hebel. Oder halt Feuerschwert wäre auch was Cooles, glaube ich. Ja. Überlegen wir es uns noch im Laufe des Spiels. Jo, können wir machen. Ah, das ist jetzt, glaube ich, ganz offen. Hoffen wir es, bevor es wieder runtergeht. Gas. Ich hoffe, wir kommen unbeschadet dadurch. Ja, das würde ich doch auch hoffen. Was ist das für ein Apparat? Das scheint. Vor allem, was ist das für ein Schmodder da unten? Kann ich das bewegen? Ich weiß nicht. Sieht aber aus wie abgefackelte Ente. Oh, wow. Okay, ein Moment. Ein Schritt nach dem anderen. Wow, nein! Verdammt, das war eins zu weit. Sorry, tut mir leid. Ups. Okay, lustiger Apparat. Kommen wir jetzt. Okay, der steht immer noch da. Okay, komm. Okay. Das nach vorne. Und. Oh nein. Das. Wieso. Ah, kann ich die Gelenke auch bewegen? Nee. Bumm. Das ist gar nicht so leicht, sag ich dir. Ah, jetzt. Sieht doch nicht leicht aus. Wie das immer kracht. Oh. Oh. Ganz cool. Das schaffen wir. Vorsichtig. Ein Schritt nach dem anderen. Mach dir lieber den anderen weiter vor, oder? Ah, nein. Oh. Warte mal.
Okay, das ist sehr gefährlich. Rette dich mal, genau. Dann mache ich hier meinen Weg alleine. Hol dir mal noch das Dingens da. Ich versuch's gerade, warte. Ja, du hast es doch schon. Nein, das ist groß hier oben. Ach so. Falls du irgendwo die Plattform brauchst, sag Bescheid. Dann kann ich vielleicht drunter. Da drunter. Ah. Halt, warte, ich versuch's nochmal. Ich zieh mir immer zu weit zurück dann. Ich kann's versuchen. Passt es so von der Position her? Oh, und tot. Ah, wurscht. Werd mal zu Dings. Mal darüber. Werd mal zu Dings, zu Pontius, da kannst du mal Dings versuchen. Egal. Geh mal, sollen wir das lassen, oder? Was doch. Bom. Ich schau mal, vielleicht gibt's hier einen Startpunkt. Oh, hier sieht's düster aus. Oha. Oh. Und wieder eine neue Welt. Oh, der Trine. Die Dunkelheit umhüllte den Sumpf, als die Nacht hereinbrach. Da erschien ein vertrautes Licht und erhellte den Weg. Ja, der Trine, wohlgemerkt. Wo denn? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, Gespenstes. 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 Ein riesengroßes Baumhaus. Und der Trine möchte, dass wir reingehen. Ach, der Trine könnte uns besser mal an einen netten Strand bringen. Ja, da wäre ich auch dafür. Also so ein schöner kleiner Strand wäre doch was. Die Fackeln im Baumhaus flackerten nervös, als die Helden eintraten. Es schien unwahrscheinlich, dass das Haus einer Blume gehörte, nicht einmal einer intelligenten, sprechenden Blume. Aber die Wärme im Haus war eine willkommene Abwechslung nach einem Tag im Morast. Das kann man auch unterschreiben. Und jetzt befinden wir uns... Ist das Heim einer Hexe. Hexen mögen Zauberer nicht besonders. Eine Hexe, sagst du? So, genau. So, sind wir hier auf jeden Fall drin? Ja, oh, schöne Schatten. Gefällt mir. Sogar die Kiste wird schattiert, nicht schlecht. Oh, Hexenkessel. Genau. Da ist ein Eintopf. Ein Eintopf? Ein Eintopf. Da braten wir den mal drin. Passiert nichts, oder? Passiert da nichts, oder? Der ist einfach nur weg. Oh, dachte, jetzt ist er kaputt. Oh je. Ich glaube, wir müssen da hoch, aber. Wir müssen wahrscheinlich auf so eine Blubberblase warten, oder? Ja, ich nicht. Ich gehe einfach mit Soja hoch. Ja, wechsel mal bitte kurz. Ich denke, du weißt, was ich machen will, genau. Er fragt sich bloß, wie wir da noch hochkommen. Oh nein, die Blubberblase. Ah, geh weg. Aber die... Ja, geschafft. Ha, sehr schön. Okay. Ja, weiter. Ist hier rum. Schau mal die Totenköpfe, die da rumhängen. Oh, wir können hier was lesen. Ich lies mal. Leg dieses Medaillon an und folge mir durch die Spiegel. Schleichen wir uns heute Nacht raus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke für die Rosen. Rosabelle und Easy. Interessant. Was haben die wohl miteinander zu tun? Hm. Oh. Speicherpunkt. Sehr schön. Immer gut. Die sehen jetzt richtig cool aus. Oha. Das wird ja immer bunter und verrückt. Farben. Kannst du bitte einmal auf ihn schießen? Ja. Kann. Achso. Willst du das machen? Na dann. Ja. Wo drauf? Auf den Spiegel. Ich glaube, das ist das Teil hier. Ah. Ah, der kommt unten wieder raus. Wart mal. Idee. Ha. Oh, ach so, das Feuer. Die Kugel. Geh mal runter, bitte. Ich kann. Wie ich da gerade drauf gerollt bin. Oh, die ist richtig schwergängig. Das sieht man der richtig an. So. Ah. Okay. Ja. Das war easy. Aha, das war easy. Würde jetzt easy sagen. Mein Gott, war das schlecht.
Ist da oben? Oh, Spinne! Oh. What the fuck? Ach, Jemine. Was soll ich mal schön den Hintern? Alter, wie fällt... Sieht witzig aus. Oh, da hat es auch schön zerrissen. Das ist da oben. Achso, das ist wahrscheinlich nur eine Lampe. Nehme ich jetzt mal an. Ja, was ich vorher sagen wollte, ich finde die Farben in dem Spiel so faszinierend. Das macht so Spaß, das zu spielen, weil es ist so bunt. Farbenfroh einfach. Eben. Und hat einfach nicht so was Tristes. Ich glaube, wir gehen erstmal so weiter. Weil der Topf ist irgendwo. Hexen würden Babys fressen. Ein Glück, dass du kein Baby bist. Keine Frage. Ich werde dich beschützen, Amadeus. Wow. Wenn du schaust. Oh, hoppala. War da ein Speicherpunkt? Ich dran sitzt. Gut, sehr schön. Also wir müssen das Feuer irgendwie da drunter bringen. Kann ich das hier irgendwie bewegen? Nee, sieht leider nicht so aus. Naja, was soll's. Oder eigentlich hätte ich das schon gern. Kann ich vielleicht mal kurz Amadeus haben? Ja, wenn du willst. Danke. Was hast du gemacht? Geht's jetzt? Was? Oh, was hast du gemacht? Ich bin hier oben und da kann ich so ein Ding drehen. Warte mal, irgendwie. Kann man da auf der anderen Seite nur was machen? Ja, die Frage ist irgendwie... Oh, nein. Okay, ich bin jetzt wieder bei dir oben. Sollen wir die Dinger dann da drüben einfach weglassen? Kann ich das... Kann man das wegnehmen? Nein. Sie sind runtergefallen. Hüpf mal da drauf, bitte. Ach so, ich bin ja so, ja. Merke ich gerade. Oder? Ja. Ja. Kannst du es so da wegnehmen? Das nein, unter dir? Ich muss auf den Knopf da unten drauf hüpfen. Ja, danke schön. Hat's geklappt? Ja, ist das Gas an. Giftig? Weiß ich nicht. Will ich ausprobieren. Das ist fies. Das ist richtig fies. Warte mal, ich habe eine Idee. Okay, da bin ich zu langsam. Ey, was ist das für ein Mini-Würfel? Ey, warte, ich kann doch einfach einen Würfel drauflegen. Eher drunter. Warte mal. Nein, ich mein. Kreier mal einen Würfel. Auf den Knopf drauf. Dreh mal, dann würfel ich dir den Würfel rüber. Ach, halt, warte, mir wechselt einfach Charakter. Eben. Das ist etwas. Gut. Hält. Warte, dann tun wir noch hier. Ah, nein! Was? Ja, da war so ein Flash liegt drin. Ja, die hätten wir vielleicht braucht, um da oben noch das Kügele zu holen. Ja, dann mach halt zwei von deinen Würfeln. Ja, kann ja sein, dass das jetzt nicht reicht. Autsch. Da kommen. Okay, gut. Mit Soja geht es. Speicherpunkt, sehr schön. Hier haben wir Benutzenhebel wieder. Okay, was können die denn machen? Bewege das Tor WASD. Ah, wir können damit diese Spiegel von vorhin bewegen. Okay. Schau. Ah. I understand. Warte, ich schau mal, was hier unten so abgeht. Ah, tu mal einen Spiegel ganz runter, wenn das geht. Hier, der eine muss hier hin. Und du bist jetzt da, weißt du? Ganz easy. Ja, gut, dann kannst du den zweiten. Eben, den zweiten kann ich auch nur bewegen. Gut, dann beweg den zweiten mal. Da komm ich aber nicht rüber. Kannst du den zweiten dann weiter hoch tun, oder geht es nicht? Höher geht nicht. Oder warte, ich könnte den anderen. Doch, ich bin da. Ich bin doch nicht da. Ist so. Blöd. Oh. Mehr geht jetzt nicht. Komm in den unteren nicht mehr rein. Nicht? Nee.
Klappt's? What the? Hä? Achso, du bewegst dich. Guck mal da rein. Wieso denn? Oh nein. Schluchtfallen. Ja. Warte. Ich hab ne andere Idee. Ah, jetzt da. Wie sah das Anitor vom Dampf wegbewegt? Das erste. Musste. Ach so, stimmt. Das reicht doch, wenn du immer nur das zweite bewegst. Das eine kann ja unterm Dampf bleiben. Okay, und jetzt geht's nicht mehr. Ja, das war nämlich voll das Problem. Warte, hier, hüpf rein. Danke sehr. So, jetzt. Das erste habe ich. Ah, warte, jetzt. Ah, nein, das war nix. Und doch mal hier rein. So, ich bewege mich etwas nach rechts, du auch. Falsche Taste. Das ist nach... Achso, du wisch. Erst noch das Kügelchen. Darüber. Ja. Das geht nicht. Da muss ich, glaube ich... Nee, das geht so nicht. Okay, dann gehen wir wieder rüber. Ah. Jetzt, da. Nein. So, jetzt, da. Ja, soweit war ich auch schon. Bleib mal da drauf, bitte kurz. Also nicht bewegen jetzt. Hä, wie machst du das? Einfach näher an den Dampfstrahl ran. Hab ich? Achso, das habe ich vorhin auch gemacht. Aber irgendwie ging's dann wohl nicht. Ja. Naja, jetzt geht's ja. Kann ich mal zu Amadeus wechseln? Ja. Danke sehr. Wie komme ich jetzt rüber? Einfach auch in den Dampfstrahl springen. Ach, in den unteren, stimmt, warte. Ja. Das sollte soweit eigentlich gehen. Müsste gehen, müsste funktionieren. Ich würde Soja nehmen, die ist dünner etwas. Schlecht. Was? Dafür hat sie die schlechte Angewohnheit, sich überall festzuhängen. Ja, wenn du es, wenn du ihr sagst. Jetzt, oh nein, knapp. Noch einmal. Jetzt, wenn du es jetzt nicht schaffst, das wär's. So. So, dann weiter geht's. Weiter. Oh nein. Oh. Oh, oh. So ein Rundumschlag wäre auch mal praktisch. Und der schießt wieder seinen eigenen ab. So, den haben wir eingefroren. Oh nein, wo kommt denn der her? Ah, so viele. Komm, schieß deinen eigenen ab. Ah. Nein, Alter. Was wollen die denn alle? Ich finde, das Schild bringt es total. Drück mal auf das Schild drauf. Und den lassen wir einfach von ganz oben runterfallen. Okay, passiert nichts. Schade. Oh, da ist noch einer. Mal schauen, da muss doch irgendwas Gefährliches sein. Außer du. Ich wollte gerade sagen, ja, ich. Okay, das... Ah, doch, es hat gereicht. Ups. Und da ist ein Fläschchen. Okay, ich hab alle. Kügelchen und Fläschchen.
Also ich glaube, du musst den Würfel von da oben runterrollen, falls das geht. Kannst du da am Pfeil... Warte, vielleicht kannst du ja da am Pfeil... Ah, nee. Doch, ging. Cool. Wie lustig. Das hätte ich so irgendwie nicht erwartet. Ich auch nicht. Oha. Geh mal da hoch, hol mal das Kühlfläschchen da oben runter. Retten wir das noch, bevor es kaputt geht. Oh je. Aber ich würde sagen, bevor wir uns hier in das Feuerrad wagen, machen wir hier einen da kleinen Schnitt. Okay. Machen wir einen kleinen Schnitt, bringen wir uns erstmal in Sicherheit. Leider halt nicht allzu viel aus. Ja, machen wir hier einen kleinen Schnitt und sehen uns dann nächste Woche wieder. Okay, genau. Ciao. Bis dann. Tschüss.